Hallo! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac im Koop gemeinsam mit Moggy auf meinem Spielstand, weil der Online-Modus gerade weg ist, wie in der letzten Folge eigentlich erklärt. Kam ja auch bei mir schon. Ja, falls euch auffällt, ist, dass die Begrüßung anders klang, liegt an, dass er keinen Countdown gemacht hat. Ich mache immer so ein leises 3, 2, 1. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Immer. Hab ich mir einfach angewöhnt. Selbst wenn ich Solo aufnehme, also nicht mal nur Koop. Keine Ahnung. Aber. Was nimmst du, Blue Baby? Wir machen heute den Blue Baby Blues. Ich spiele Blue Baby. Wir nehmen beide Blue Baby. Und Moggy spielt. Darfst du Blue Baby nehmen, wenn ich das. Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Ja, aber das wäre unsinnig. Zum einen, weil wir dann beide Soulhearts brauchen. Und zum anderen, der Vorteil in Blue Baby ist. Hallo, übrigens auch von mir. Der Vorteil in Blue Baby ist, dass die Devil Deals nur ein Herz kosten. Und wenn wir dann beide Devil Deals mitnehmen wollen, dann verlieren wir, glaube ich, so ein bisschen den Vorteil von Blue Baby. Okay. Sehe schon, du willst Baby Mode spielen. Dann spiele ich heute als Keeper nochmal, würde ich sagen, weil ich will mehr Unlocks. Oh ja, Keeper stark. Oh, hier ist kein Goldraum am Rand. Eher gedrückt halten. Nein, okay, du darfst. Ich habe so eine Mod, die ist Item Room Start. Mit der kann man dann direkt im Goldraum starten. Die habe ich exklusiv für die Ultra Hard Challenge gemacht. Ah. Denn die Ultra Hard Challenge war ultra spaßig. Ach, das ist eine Combo hier, die Augenlosen. So, wir sehen auf jeden Fall. Oh, kriegst du Auffliegen, wenn du einen Haufen aufmachst? Ja. Ha. Huh. Ist wahrscheinlich irgendein Effekt von dir einfach, dass deine das Häufchen. Ja, ich wusste nicht, dass. Oh, wenn das für dich auch zutrifft, dann ist das ja. Ja. Letzte Folge waren wir auf Moggys Spielstand, da war ein bisschen sehr stark. Run. Oh ja, wir werden diesmal mindestens genauso stark. Das habe ich im Gefühl. Jetzt sind wir bei mir und jetzt werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark. Aber wir versuchen. Oh. Sei doch das ist nicht. Hm? Ich würde sagen, du nimmst es mit, einfach weil du Triple Shot hast. Und ja. Dann ist es, glaube ich, sinnvoller. Genau, yeah. Die platzen. Ja, ja. Das ist, oh. Oh, jetzt geht's doch schon los. Und denke mal dran, deinen Wooden Nickel einzusetzen. Da ist die Shotgun geladen. Genau. Und ich darf einen Held. Ich bin ganz froh, dass man jetzt aus den. Ich bin froh, dass man bei Blue Baby aus den Haufen blaue Fliegen rausbekommt. Das hat man natürlich einen Grund, sie tatsächlich jeden Raum einzusetzen. Ja, wundert mich auch. Das kommt mir neu vor. Muss man ja, das nicht freischalten oder so? Nee, der wurde gepatcht einfach. Okay. Oh, das Amulett würde ich halt mitnehmen eigentlich. Aber 15 Münzen kriege ich nicht in der ersten Ebene. Was meinst du, der Amulett Champions Belt? Ja. Der Gürtel. Oh, der Rainbow-Haufen, da bringt uns gar nichts. Vielleicht kommen da Fliegen raus. Im Moment, ich hatte ein bisschen Gehalt. So, ja. Wir, ich hatte die Karte gar nicht auf. Oh, das ist ungewohnt. Lass die Münze mal noch liegen. Oh, ja, ja, genau. Weil ich mich dann heilen kann. Warum ist der orange? So, der spawnt, glaube ich, nur rote Fliegen und so, aber naja. Keine Ahnung. Nimm du mal mit. Tierrate will ich, Feuerrate. Ja. Oh, ach, dann kriege ich das, Ja, kriegst du jetzt einfach Seelenherz dafür, ne? Genau. Wir nehmen Child's Heart mal nicht mit, denn keiner von uns kann mit roten Herzen. Da steht Random Heart. Da steht nicht rotes Heart. Ja, wir versuchen es. Wo willst du hin mit? Zu der Münze, Abse. Zu der Münze, ja. Wo will ich? Ich will dann, generell mit Keeper einfach irgendwas erreichen, würde ich sagen, oder? Ja, Secret Room vielleicht. Also. Mr. Beast hat natürlich halt immer gute Sachen. Aber Mr. Beast ist auch entsprechend schwer. Wir gucken mal, wie stark wir werden und entscheiden dann. Ja, der ist ganz schwer zu erreichen heutzutage. Der hat Augenmünzen. Ja, aber ich dachte, wir gehen in den Curse Room rein. Achso. Ja, ich mal mit. Würde ich dann setzen, wenn wir es wegsprengen können, was aktuell nicht der Fall ist. Die Frage ist, sollte es ja wert sein? Ja, easy. Und da ist die Bombe. Das heißt, ich würde die Automat direkt hier setzen und dann. Machen wir mal ein kleines Feuerwerk hier. Doppelbombe. Oh. Das hat sich absolut gelohnt. Wir können direkt in den Shop reinschauen. Oh, wir sind schon wieder auf dem Weg nach oben. Wir haben schon wieder gewonnen. Der Run ist eigentlich schon wieder gebroked. Ja, wir sind absolut unaufhaltsam an dem Punkt. Waren wir schon im Shop? Nee. Doch. Ja, doch waren wir. Ja, nein, wir waren noch nicht so gut. Ich meine, das sehen jetzt könntest du mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Heilung du so brauchst. Nee, ich habe 4 Stück aktuell. Das ist schon okay. Okay. Das ist schon okay. Vor allem weiß ich nicht mit den Devil Deals. Ob die für uns beide. Ach, vielleicht kostet die für uns beide Geld. Ich hätte. Ja, das wahrscheinlich. Ah, das würde viel von meinem Vorteil zunichte machen. Das stimmt. Mal schauen. Ja, doch, mit Keeper spielen ist auch anstrengend auf jeden Fall. Das will man ja auch nicht. Keeper ist an sich im Singleplayer immer ganz angenehm. Einfach weil.
Sehr gut. Das genehmige ich mir doch mal eben. Petrified Poop ist natürlich auch ultra gut für dich, wenn wir den bekommen würden, ne? Ja, und wenn wir mehrere Münzen im Raum liegen haben, sollst du vielleicht dann auch nochmal erstmal liegen lassen. Ja. Denn wenn wir den Sacrifice Room haben, kannst du halt mit dem Keeper so leicht den zum Maximum auszahlen lassen. Das stimmt, okay. Geld nicht mehr aufheben. Geld nicht mehr aufheben. Geld nicht mehr aufheben. Ich vergesse es nach 4 Sekunden halt. Wir machen halt nicht im Goldraum. Das kann doch alles passieren. Machen wir den Boss kurz. Ja. Ich will meinen Health-Up halt so schnell wie möglich bekommen. Und dann, wenn du Raum betrittst, genau. Genau! Was denn? immer schön den Nickel einsetzen, wenn man den Raum betritt. Ja, damit ich halt eine Heilung im Notfall rumliegen habe. Ja, genau. Ich hasse den, ne? Ich glaube, wir können ihn ganz gut gerade... nimm die Münze. Genau. Genau. Er weiß doch, wie es läuft. Backstreet Gaming. Ach, das ist ja ungünstig. Jetzt kriegst du wieder ein HP ab. Oh, Doppelspritze. Okay. Warte, lass ich mich mal... Der ist aber noch da, der Raum. Nee, kann ich... Ja. 30 ist halt bestimmt ein gutes Item, das stimmt. Vielleicht hängt es davon ab, wer in den Raum reinläuft. Ich lass mal liegen. Was man drin hat. Lass dann beim nächsten Level die mal mich vorgehen. Ja. Ich denke, meiner überschreibt kostet, alles. Können wir es beide kaufen. Wenn es Herzen kostet, könntest du keins kaufen. Ich geh mal links. Achso, wir müssen die Knöpfe drücken. Ja, genau. Ich muss sagen, Latenz, wir spielen gerade die offizielle Online-Beta ist natürlich aktuell wieder vorbei. Ja, genau. Deswegen spielen wir über Steam Remote Play und Latenz sehr vergleichbar. Ja? Ja. Ich weiß nicht mal, was ich eingestellt habe bei mir. Boah, okay, das sieht doch aus nach einem Item für dich. Dann nehme ich ihn nicht mit. Ja, der ist ein bisschen gefährlich, der Junge. Ja, will ich mich von fern halten. Oh. Oh, jetzt geht's los. Oh. Nee, ach, der verfehlt mich erstmal 50 Mal. Sie aus dem Weg gegangen. Oh, das gibt's doch nicht. Einfach alle weg. Was ist mit Petrified Poop denn jetzt? Komm schon. Ja, wir haben kein Ding ins Raum. Shop können wir uns eigentlich sparen. Weil wir sehen eh nicht, was da für Items drin ist und wir haben nicht genug Geld. Das stimmt, ja. Aber Schlüsse Geheimraum oder so sowas. Nee, Geheimraum würden. Sieht auch nicht aus. Ah, oh ja, keine Bombe. Upsi. Aber Geld. Der Würfelraum. Es gibt halt manchmal das Ebene wiederholen, ne? Das ist halt schon echt stark, aber. Warte mal, wir können doch in den Cursed Room rein. Und zwar, ich gehe rein und du gehst raus. Ja. Nee, machen wir mal eher nicht. Okay, schade. Ich glaube, wir haben nicht unbedingt die Charaktere dafür. Wie wütend unsere Charaktere schon einfach gucken. Meiner ist nicht wütend, er ist einfach nur... Ja, gequält so ein bisschen. Ja. Er ist ein bisschen aufgequollen. Auf geht's. Was ist das Ziel für den Run? Entscheiden wir, ob wir stärker werden. Okay. XL-Ebene, das... Das sind zwei Bosse, gut, ne? Ja. Und auch direkt geringere Devil-Chance. So, ich werde mal Ernstes einsetzen auf der Ebene. Warum denn geringer? Ist doch so viel schwerer, bei so einer Ebene zum Boss zu kommen. Würde das ziemlich hilfreich sein. Es ist so verwirrend, dass du jetzt die Kamera hier mitbewegst. Ja, da kann ich ein bisschen schwindlig werden in diesen Räumen. So, wir haben keine Bombe. Ja, ich lasse es mal einfach erstmal. Ungünstig. Dann haben wir hier. Jo. Ja, die haben Bomben. Sie haben wirklich Bomben. Das war schnell. Also. Ich war gerade kurz verwirrt, aber du hast die Münze weggefurzt einfach, ja? Nee, wir brauchen Geld. Nee, keine Left Hand für uns. Keine Left Hand für uns. Mach mal die Karte groß. Haben wir einen Sacrifice Room irgendwo? Nee, haben wir nicht. Nee, Kampfraum haben wir. Ansonsten nur da Itemräume. Wollen wir in den Cursed Room rein schon? Also ich gehe rein und du gehst raus wieder. Ja, Geld habe ich auch rumliegen. Als ob meine Münze da in der Mitte gespawnt ist. Als ob das überhaupt geht. Oh mein Gott, nein. Ich heb's nur auf. Kann ich meine Münze damit umwandeln? Also warte, zählt das für uns beide jetzt? Nee, siehst du, es hat doch für den Ersten, der es aufhebt, gezählt für die Transformation. Ich glaube, im Online-Modus zählt es aber für alle. Nee, ich habe 0 von 3, siehst du? Wir sind ja nicht im Online-Modus.
Ach so, ja, okay. Ja, gut, okay. Kein Cursed Eye. Gut. Ich hatte kurz Befürchtung, wir müssen die Diskussion führen. Nee, Cursed Eye nehme ich nicht mit. Okay, sehr schön. Absolut Cursed Eye-Hater. Du nimmst zwar noch Curse of the Tower mit, aber das ist okay. Das ist eine Mal ein Versehen. Oh, Cursed Eye ist einfach das Schlimmste. Kurz schlecht gefühlt, weil ich getroffen wurde, aber dann wurdest du auch getroffen. Dann habe ich mich nicht mehr schlecht gefühlt. Für mich ist viel schlimmer getroffen zu werden. Oh, Schokolade. Ah, willst du Chocolate Milk? Ich hatte halt den letzten Mal, war ich so stark. Also, wir können auch dich gerne stark machen oder so. Ich will Chocolate Milk wirklich nicht haben. Dann ist das keine Entscheidung. Ich glaube, für dich bringt es auch viel mehr. Mit den Items, die du aktuell hast. Ja, klar, bringt es mehr, aber. Nur weil ich mit dem Triple Shot anfangen muss, jetzt nicht alle guten Items bekommen direkt. Nee, ich mag Chocolate Milk wirklich nicht. Ich finde es super nervig. Ich mag's, weil ich halt dann die Gegner schön gezielt wegmachen kann. Okay, unsere Bomben sind sehr gefährlich. Deine Bomben sind sehr gefährlich. Ja. Oh, er nimmt die mit. Vorsicht. Jetzt die Bomben sind auch richtig stark. Jetzt triffst du die Tür immer. Oh, oh yeah. Schön. Komm, ich denke, da gehen wir rein. Oh, das ist aber richtig reingegangen. Ich habe ihn sogar getötet noch. Ich meine, ich will dir nicht wieder die Items geben, aber du hast schon einen Conjoint, Baby. Doppel-Conjoint. Ja, ich habe ja hier Triple Tears. Da Chaos Card? Oh, die hat die auch mal. Der werfe ich immer daneben. Ich habe einen Blue Baby damit abgeworfen, aber nicht dich. Oh. War eine gute Bombe soweit. Ja, bis dann auf einmal irgendwas Schäle haben, getroffen hat. Wahnsinn, wie die ausgezahlt haben. ja, komm. Haufen, der bringt dann auch nicht so viel. Ich wünschte, ich könnte einfach dein U auf einem Soundboard haben und würde es einfach bei jedem Raum, den ich mit Items betrete, immer drücken. Die sind nicht immer gut. Also, die U-Chance ist schon bei 75%, wenn man ein Item sieht. Ja, aber der Coupon ist gut, was? Au. Warum explodieren was war das deine überhaupt? Schüsse? Oh, ach, shit. Deine Fliege hat diesen dummen Bomberman-Effekt. Ach ja, oh nein. Das ist aber wir können in den Secret Room. Waren wir neben schon drin? Nicht von der Seite. Nee. Oh, ich nehme mal das eben mit. Oh, nee, die Fliege wird gefährlich. Fliege ist gefährlich, ja. Warte mal. Ja, da würde ich auch. Boah. Ich esse mal. Gehen nicht alle direkt mit. Oh, Health up! Oh, den Rest darfst du haben. Bist du Pillen-Fan? Es gibt viele, die ignorieren die immer, aber ich esse die alle. Bomsaki. Okay, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Schlüssel erstmal. Ah, von Bomsaki bin ich gar kein Fan. Ich auch nicht. Ich wollte es halt nur schön reden. Ich bin mir immer noch sicher, ich bin der Grund, warum Retrovision existiert. Ich hasse die Pille. Du? So, irgendwann im Rebirth-Video so habe ich gesagt, Mann, was könnte man noch als für Pilleneffekte machen? Was wäre, wenn es so einen Effekt geben würde, der einfach über das ganze Bild dann so einen Mosaikfilter macht und es ist so, sieht ein bisschen mehr verpixelt aus. Wäre das nicht lustig? Nein, ich finde es überhaupt nicht. Oh Gott. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich finde es sehr nervig. Ja. Oh. Ich dachte kurz, war ein Lucky Penny, aber nicht ganz. Nee. Luck ist heute nicht so drin. Luck war die letzte Folge. Ich hasse deine Fliege. Jetzt ist auf einmal meine Fliege, nicht mehr unsere, okay. Ja klar, nur wenn es mir was bringt. Sie ist unten wieder. Ich beobachte aber nur die gute Sache ist, ja. Sie wird richtig viel Schaden machen bei dem Boss. Pass mal auf. Das ist ein blauer Stein. Wenn es zerstört. Ja. Nein, der hat den Fünfer mitgenommen. Ja, das ist nicht so gut. Ah, das Helfer bringt dir nichts, also Dankeschön. Dankeschön. Und mir bringt's auch was, Dankeschön. Gut. Dann haben wir jetzt. So, wieder ein bisschen aufpassen. Warum geht denn alles in meine... Ah, lass mich doch in Ruhe! Ah! Ich leb noch. Oh, ein bisschen. Oh Gott, ich hab grad hingeschaut, wo du bist. Mir geht's gut. Ja, das Helfer bringt mir nichts. Aber das bringt dir was. Ich was haben wir auf der Ebene noch? Ja, man bestimmt, ich hätte aber schon die Spritzentransformation. Haben wir noch einen regulären Shop hier? Du kannst hier gar nicht öffnen, die Karte. Du kannst doch die Taste auch drücken, oder nicht? Nee, dann mache ich doch dieses... Ja, aber antippen öffnet es doch. Oder so.
antippen kannst du den Kartenknopf doch, oder? Ja. Ah ja. Ja, ich denke, ich mache dann den Kupau mal eben im Shop und... Willst du noch weiter erkunden? Kann ich irgendwie das Hut noch kleiner stellen als Mini? Da kann ich nur die Items ausmachen, das extra Hut. Nee, ne? Ich kann nichts noch kleiner stellen. Nee. Schade. Irgendwie, das Bildschirm ist so voll mit Text und Symbolen. Ja. Ich meine, nicht ganz so schlimm wie in Lethal Company. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht die größte Errungenschaft. Nee, warte, wo war der Shop? War da unten. Was ist mit meinen Augen passiert? Squeezy, genau. Ja, der Squeezy hat ein bisschen die rausgesqueezed. Wahnsinn. Was ein Deal. Du willst deinen Puppen nicht mehr behalten? Nee. Aber ich kann es aufheben, weil da stand 0 von 3. Was steht immer noch, okay. Aber, warte. Ich mache hier eine Bombe, der ist doch... Ich glaube, so ein paar Münzen können wir schon mitnehmen, Junge. Ah ja, das ist dein Automat. Okay, ja, da kannst du gerne rausspringen. Hättest du natürlich aufheben sollen, wenn wir nämlich einen Sacrifice Room auf der Ebene haben. Ja. Dann kann man damit, ich würde hier übrigens noch den... Ach stimmt, da kann ich mich da heilen und so, ja. Ja. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Bomben rauskriegen, ist normalerweise sehr hoch. Aber heute nicht. So, ich würde fast sagen, wir gehen einfach weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, auf der Ebene werden wir dann wiederum, wir können noch Geld bekommen. Also mit dem Schokotier bin ich eigentlich gerade stark genug, um Räume zu clearen. Ich habe daneben geschossen. Ja, die Fliege ist, klärt auch alles, was sie berührt. Die habe ich schon wieder vergessen gehabt. Warum existiert dieses gemeingefährliche Lebewesen? Das ist gefährlich. Gute Sache ist, dass du... Oh nein, nicht der Raum. Ah, hier oben. Okay, irgendwas hat mich noch am Ende getroffen, aber cool. Mini-Raum. Cool. Cool. Danke. Bin geheilt. Münze, da ist eine neue. Zack. Sollte ich eigentlich in den Gegnerraum einsetzen? Ich werde es nie lernen. Auf geht's. Na, in dem Fall war es egal. Waren nicht zu gefährliche Gegner. Jetzt machen wir noch die drei da links. Machen wir noch? Okay. Ich denke, alles da rechts rüberlaufen ist mit dem Weg. Nee, mach du. Reicht, wenn einer hier durchläuft. Uiuiuiui. Die sehen nicht mal gleich aus. Wie verwechsel ich das? Nee. Wollen wir nicht. Rote Herzen wollen wir halt echt nicht. Ich meine, es wäre Bonus? Wenn ich ein Trinket? Ich hab keins. Nee, ich nimm's doch mit. Ja, ich soll's. Hast du ein Trinket? Nee, ich hab ein Trinket. Du hast keins. Nimm's einfach mit. Vielleicht finden wir dann irgendwas, womit wir halbe rote Herzen umwandeln können oder so. Die nehmen halt nichts weg, die sind einfach nur Bonusressourcen. Okay, wenn du so viel Vertrauen hast da rein, dann nehme ich's mit. Aufi. Ich meine, es wird uns nicht wirklich was bringen, aber vielleicht haben wir irgendwas, wo wir dann Consumables rerollen können oder sowas. Ich kann jetzt nachgucken, was ich mit Keeper habe, oder? Wenn wir jetzt zu zweit sind. Ja. Also, ja, wir können ja gucken, was wir machen müssen. Können, ja. Würde ich machen. Ja. Das war erstaunlich viele Treffer dafür, dass... Dann kann nach jeder Welle, kannst du wieder deinen Dingens einsetzen. Sehr gut. Brauche ich auch. Ups, tot. Heute Geist! Oh Gott, wie soll ich denn... Oh nein. Oh Gott! Die Fliege! Die Fliege... Ich will nur der Fliege aus... Warum triffst du dich? Ja? Sehr schön. Ich meine, wenn sie trifft, dann macht sie schon Schaden. Retrovision, Retrovision. Experimental Pill. Okay. Speed up und was auch immer. Oh. Das ist. Verb. Normal, let's go. Tears down. Tears down, range up. Naja. Ja, ich glaube, ich komme nach dem Boss. Das ist gut dafür, dass ich die Ebene jetzt alleine machen muss. Ich bin doch noch dabei. Schwarze Augen machen immer Schaden. Gib mir Mühe. Die Fliege carried halt aktuell. Ja, die Fliege macht das schon. Was ist eigentlich aus den Koop-Babys geworden, die man die ganze Zeit freischaltet? Warum bin ich nicht davon eins? Das ist eine gute Frage. Vor allem, da gab es relativ lustig. Ach, die kann man mit der Buddy in der Box random bekommen.
Ja, ja, aber da gibt's, es gibt 400 Stück oder so von denen. Ja, ich weiß auch. Für den Koop wären die doch super funny. Mehr als Geist. Es waren halt sehr unspaßig, als man nur die gespielt hat, aber. Ja, ja, dass man nur designen konnte, das war die. Das war fantastisch. Schlecht. Oh Gott. Ich habe ein Problem, glaube ich. Ja. Okay. Okay. Im Notfall nutzt die Chaos-Card. Ich dachte, spontan wäre ich ganz gut, wenn ich jetzt nicht sterben würde. Vielleicht werde ich gegen den Boss die Chaos-Card einsetzen. Ist halt echt schon fast nötig, ne? Na, das sieht nicht gut aus für mich. Wie auch da sitzt und aber nur grinst. Der Shopkeeper, der weiß, dass das Angebot gut ist. Magician, naja. Geld. Lass vielleicht meine Münze liegen, das kann ich nach dem Boss dann aufheben oder sowas. Ah, ja, ja, ja. Falls ich überhaupt wiederkomme. 30 Münzen reichen soweit auch für den Deal. Komme ich wieder? Ich weiß es nicht. Ja, 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 auf jeden Fall. Oder war das so, dass ich eine Taste drücken konnte und dir ein Leben klaue? Nee. Nee. Ich glaube, das funktioniert jetzt so wie der andere. Okay, pass auf. Im Online-Koop kann ich interagieren, aber hier nicht. Das war der Move. Ich bin fast in Stacheln geraten. Yes! 2 zum Preis von 1. Problem ist so, ich muss jetzt durch diesen dummen Raum zurück. Du hast ja eine Bombe noch. Nutz sie ruhig. The Magician. Nee, wir machen den Raum jetzt. Okay. Deine Fliege hat geholfen. Ich kümmere mich um den Roten da. Ich wünschte wirklich, da würden nicht die Spinnen rauskommen. Ach komm. Das ist der Raum geschafft. Sehr schön. Also es war mir doch zu gefährlich. Ich habe schon wieder so viele Herzen verloren. Oh nein. Oh Gott, Deine Fliege hilft dir bestimmt. Ah, sie hat verfehlt. Schade. Oh, sie hat schon wieder verfehlt. Schade. Das kann doch nicht sein. Oh! Sie stehen so schnell wieder auf. Behalten die wenigstens den Schaden? Oh mein Gott, einer ist tot von denen. Vor allem, es kommen die ganze Zeit die Spinnen dann raus. Das macht alles noch so viel schlimmer. Oh mein Gott. Das war gut. Oh Gott, ein halbes Herz stark. Kurze Folge. Oh mein Gott. Ich vergesse auch immer, dass die Fliege da ist. Ich halt auch. Kann man nicht so einen rohen Game-Banner übers Bild haben? Achtung, Fliege. Oh mein Gott. Und jetzt trifft sie nicht. Das ist okay. Ich meine, sie ist halt auch wirklich stark. Das Problem sind nur die dummen Zombies, aus denen noch Spinnen rauskommen. Dadurch, dass sie alle gleichzeitig wegsprengen, kommen so viele Spinnen raus. Und dass die Ebene einfach unendlich groß ist. Ich krieg das Ding halt nicht mal kleiner mit meinen Angriffen. Hab's kaputt. Ah, die Fliege wieder. Sagen wir mal, das war nicht optimal. Ich glaube, wir nehmen eine neue Kombo, oder? Ah, ja, ja. Nehmen wir einfach Eden. Oh, schöne Haare. Sacred Heart zum Start! Das ist ein Anfang. Ich hab 9,7 Damage. Okay, ich glaube, ich weiß, wer die Items sind. Und ich hab 4 Herzen. Okay. Und den Laser. Schub da. Ja, und Schub da, wo müsst ihr auch Aiming haben. Oh, nimm das Buch mit. Oder? So für dich richtig gut. Ja, für Bookworm wäre es. Ja, aber Das brauche ich generell. Kann ich ein bisschen an einer Platte. An Automaten und so, das ist echt gut. Alles gut, mir geht's gut. Also ich bin nur super langsam gerade, aber das ist okay. Ich denke, das ist okay. Wir machen uns einen starken Eden. Nee, das Kartoffelschäler brauchen wir nicht. Das Einzige, was ich für den Run noch brauche, wäre einfach nur ein bisschen höhere Feuerrate und ich bin im Spiel. Also ich mach hier mal eben. Ja, das ist wirklich besser. Sehr schön. Schön ein paar Dinge für mich. So, ich würde die Kiste noch freisprengen. Denn die Sache ist, wenn Münzen rauskommen, nicht aufheben. Oh, sehr gut. Wir haben nämlich noch den Sacrifice Room hier. Mhm. Vielleicht können wir mit dem noch ein bisschen was machen. Wenn wir Pageant Boy zum Beispiel bekommen, dann ist das Mach mal den Boss erstmal kaputt, ja.
Echt? Du machst dein Schild dann für den? Warum nicht? Was soll ich denn sonst machen? Ja. Er hat halt auch nur 3 Räume Aufladung. Das wird der Run. Ball of Bandages. Beschützt ja, ich halt. Nicht. Ich hätte erstmal gerne eine Health Up, also nimm du ihn lieber. Aber dass du mehr aushältst. Ja, wir haben 2 Items. Oh, ja, genau. Sehr schön. Da ist was für dich und ne, Moment, die Solars landen nicht auf dem Boden. Egal, gibt ja eine Health Up, wichtig. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben noch eine Bombe. Ah, ich weiß nicht, wo das Secret Room ist. Ich denke, wir nehmen das Geld mit und wir hauen ab. Der Secret Room muss... okay, nee, das ist der Raum. Okay. Ja, sorry, wegen dem Seelenherz. Ja, nehmen wir das Geld mit. Jo. Geld ist gesammelt. Immer noch nur 4 Cent. Ugh. Und dann hier runter, wo willst du hin? Jo. Ja, also wenn, dann gehen wir zum Beast mit deinem Sacred Heart. Wenn wir den Schufa-Fui kaputt kriegen. Curse, ich denke, wir haben nämlich gute Chancen, dass wir einen Run gewinnen. Vielleicht kriegen wir dann sogar die 2 Unlocks dafür im Korb. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Oh, oh. Okay, da war ein blauer Stein. Ja, den, Gott, nein. Okay, das war der Wildier. Nein. Oh, ich will auch nicht zu dem Tinted Rocket zurück. Ach, nee, doch, Moment, kannst du den Bock auf Shadows machen. Ja, dann musst du trotzdem noch... ich laufe im Kreis, ja, genau. Okay. Ja. Das ist so schlechtes Timing, ja, danke. Okay. Auf dem Marathon. Sehr schön. Ah, wir sehen unsere Herzen gar nicht. Das ist natürlich für dich besonders schön. Ja, ich muss ja nur darauf achten, ob ich einen Schaden kriege oder nicht. Schaden gleich Münze. Mulligan, wenn man Schaden nimmt, spawnt man Fliegen. Hitting an enemy. 1/6 Chance Fliege. Nimm auf. Achso, ja, das mach du. Ich habe keine hohe Feuerrate. Nimm, du hast Sacred Heart. Ah ja, ich habe mehr Schaden. Stimmt mal, die Fliegen sind besser. Fliegen viel besser bei mir. Ja. So, dann haben wir... Was mit den Tinted Rocks eigentlich? Das ist jetzt der dritte. Raum, ja. Wir hatten so viele Runs, wo wir einfach gar keinen hatten. Für Ewigkeiten. Der lohnt sich noch nicht. Lohnt sich das überhaupt? Bogo-Bombs wäre gut. Da hätten wir keine Bombenprobleme für den Rest des Runs, aber wir haben einfach keine Bomben. Ironischerweise. Aber ich habe ja... Ah, die lassen wir erstmal liegen. Da sind Bomben. Du schießt einfach drauf, während die auf mich sprinten. Was soll ich sonst auf sie schießen, wenn sie nicht mehr sprinten? Die hören nicht auf zu sprinten. Wir können den Automaten sprengen, aber ich glaube, den braucht bald auch zum Wiederbeleben, wenn der blaue Automat nicht da ist, ne? Ich glaube, der Automat macht keinen Unterschied zum Wiederbeleben. Aber ich würde wirklich schauen, dass wir für den Sacrifice Room das aufheben. Okay, ist dir echt wichtig, ich sehe schon. Das ist mir auch wichtig gerade. Ah, das kannst du ja sogar noch so viel besser als... Oh, ich kann danach. Au. Achso, ich habe einen anderen Time Machine Mod. Der ist ein bisschen schneller, hast du vielleicht gemerkt? Ich würde gerne... Nee, aber, mach du nicht, mach wirklich nicht, das ist... Aber, ah nee, ich glaube, du hast so 50% Auszahlung und wir sehen deine Herzen nicht. Okay, okay. Das ist... Jetzt bin ich voll. Wenn du das machst. Ah, mies. Egal. Aber die Bogo-Bombs wollen wir haben. Warte. Ja, okay, doch. Können wir das Item nochmal aufladen? Nehmen wir die Bogo-Bombs das mit. Buch. Was? Brauchen wir es nochmal aufladen oder haben wir genug? Oh, wir haben genug. Ich habe nur überlegt, ob du dein Buch nochmal geladen kriegst, dann kannst du ja nochmal gegenlaufen. Aber ist nochmal ein Health Up und so. Ah, warte, wir haben Devil Deal auf der Ebene vielleicht. Ja, können wir auch zuerst machen. Lass uns erstmal den Boss machen und schauen, ob wir einen Devil Deal haben, wenn wir gerade 15 Cent haben und dann die Bogo Bombs mitnehmen. Ja, 15 Cent Devil Deals sind ja eh nicht so die guten, sondern die für 30. Ja, die 30 sind halt die extrem guten, das kann trotzdem gut sein für 15. Okay, ich habe 1 HP. Das ist eher schlecht. Ja, gut, hat sich ja erledigt soweit. 4 Pillen. Müll. Ja, das kann ich nehmen. Das für dich. Ich mach mal, bevor hier irgendwas gefährlich... Obwohl, nee, ich darf keine Pillen als Keeper nehmen. Pretty fly. Oh, sehr gut. Health up, sehr gut. Wizard. Und die ist jetzt schlecht. Range up. Sehr gut. Ja, aber wenn ich einen Health Down erwische, dann... Sie waren okay. Health Down ist halt einfach zu kritisch für mich. Das darf nicht bei mir passieren. Ja, ich meine, es ist, du kannst immer eine Health-Ups wieder bekommen, aber ja. Ach, okay, darf ich trotzdem noch? Ja, das nehme ich mal mit. Na, und wenn wir schon dabei sind, noch ein bisschen. Oh. Nichts. Ich will das Herz noch. Okay. Sehr schön. Schöne Kurve. Ja. Gehen wir weiter? Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Du machst das schon.
Auf, auf. Ich bin nämlich langsamer als du, musst du wissen. Bist du? Wir sind gleich bei... Oh mein Gott. Nein, ich bin langsamer. 0, musst du gehen. 0,2, okay, ja. Verstehe. Sehr, sehr schwachsinnig, wenn ich mitlaufe. Oh, meine Leben sehen so gut aus. Ich hätte noch so viel... Aber egal, ich wusste es ja nicht. Mein Leben sieht jetzt auch wieder gut aus. Der Bloodbank hätte noch einiges machen können. So, natürlich bleibt jetzt noch die Hoffnung, dass wir vielleicht mal ein Sacrifice-Doom hier haben. Ist eigentlich auch dumm, wenn wir ohne Geld in die erste Ebene gehen. Denn ich glaube, die erste Ebene ist, wenn man 5 Cent oder mehr hat, hat man da dann die Chance, dass da... der gefunden. Ja. Hat man die Chance, dass da eine Arcade spawnen kann. Oh, was will der denn jetzt? Ihr wollt sehr dringend zu mir. Dann habe ich gesehen, dass ein Stein hinter mir liegt. Ja, dann lass ihn nur liegen. Oh, eine Bombe gegen zwei. Was ein Deal. Was ein Deal! Ein teuflischer Deal ist ja schon fast. Aber gucken. Nichts. Gucken wir hier rüber. Oh ja, die sind immer spaßig. Oh, mein Sacred Heart. Ja, mach du mal, Mr. Sacred. Oh, schöne rote Tränen hier. Noch nicht. Überlegen wir später. Nach dem Boss. Nach dem Boss immer erst. Ah ja, hier ist zu teuer ranzukommen. Sehr schön. Oh, deine Tränen, der Damarsch. Willst du die Pille nehmen? Nein? Okay. Oh, ein kleiner Mann. Wie viele braucht man, damit man in so Spalten im Boden reinfällt? Ich glaube, da hatte jemand ein bisschen Schabernack mit dir getrieben. Nein. Ich glaube, das geht. Ich glaube mir. Ja. Also ich kann dir versichern, ich hatte schon sehr, sehr winzige Builds in diesem Spiel. Vor allem, wenn es noch ein Planetarium-Item gibt, mit dem man dann extrem winzig wird. Und ich bin bisher noch durch keine Spalte im Boden gefallen. Es gibt halt irgendwie auch keine Spalten im Boden eigentlich. Aber egal, ich glaube trotzdem dran. Jetzt will ich einfach dran glauben. Was ist das? Die sind gut, aber wir können es uns nicht leisten. Oh, alle zwei Räume das Schutzschild haben, ist halt auch schön, theoretisch. Nee, das bringt tatsächlich... Ich denke, es bringt nicht so viel, ehrlich gesagt, weil es auch relativ kurz ist. Du unterschätzt die Stärke von dem Schild. Genommen. Aber ich als Keeper lege ich halt meine Münze nicht weg. Nee, die Münze... Also, die Münze mit Keeper weglegen ist keine gute Idee. Ich hebe jetzt aber mal das Geld auf. Vor dem Boss das einzusetzen war jetzt auch keine so gute Idee. Doch, ich kriege einfach keinen Schaden. Da liegt eine neue, guck. Okay. Ja gut, bei denen ist jetzt nicht so schwer, keinen Schaden zu nehmen. Au. Oh. Devil Deal. Ach, ich habe gar kein Geld. Laufgeschwindigkeit für dich. Wenn ich zuerst reingehe. Oh, nein. Vielleicht ist hier eine 10er-Münze. Nee. Also, Eye of Belial wäre halt so gut. Ja. Naja, hat sich erledigt. Aber den kannst du, glaube ich, auch nehmen. Ja, 4 Soul Hearts bringen mir mehr. Und ich werde, glaube ich, noch kleiner. Jawohl. Aber du hast einen kleinen blauen Anzug an. Goldraum hatten wir doch nicht auf dieser Ebene. Dann holen wir den noch. Da ist nämlich das Run-Gewinn-Item drin, auf jeden Fall. Wir haben aktuell das Problem, dass wir viel Geld brauchen, aber wir haben nicht viel Geld. Kennt das jemand? Ja, das weil du irgendwas mit einem Sacrifice Room unbedingt machen willst, damit wir die Schlüsselstücke kriegen, die wir nicht mal wollen. Nee, die Devil Deals kosten was. Und wir sind hier mit 6 Cent unterwegs und können auch schon allein im Shop auch nichts wirklich mitnehmen. Ja, aber deswegen, ich will ja im Shop den Automaten sprengen, aber du sagst, nein, dann kannst du einen Sacrifice Raum machen. Der Sacrifice Raum, wenn man den sprengen kann, 30 Münzen geben. Adrenalin, ja, es bringt dir halt nichts. Wenn meine roten Herzen weg sind, kriege ich mehr Angriff. Ja, genau. Also ich würde hier mal runter. Ja, sieht gut aus. Hahaha, mein Zeug, ja. Oh, lass den Pretty Fly mitnehmen. Nimm, da hast du alle drei. Nee, ich meine, okay, du brauchst ja keinen. Nee, warte, nimm du es jetzt, willst du das doch Schwachsinn, du hast also viel weniger Leben. Ich habe ein Buch, das mich unsterblich macht und ich habe 12 Herzen oder so. Vielleicht solltest du ein bisschen was Defensives mitnehmen. Warte, Secret Room ist... Ich sag, der ist hier. Komm, der ist hier. Das fühle ich doch. Ganz klar. Ich will aber nur nicht dasselbe wie letzte Runde erleben. Ich pass auf, dass du alles hast. Socken! 2 Seelenherzen. Oh, immun gegen Spikes! Boah, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Komm mit. Du brauchst das. Du hast viel weniger Herzen als ich. Du brauchst natürlich ein paar defensive Sachen. Und die Soul Hearts, ja, ich bin eh fast voll. Bin immun gegen... Aber nur auf dem Boden, ne? Nicht in Blöcken und so. Nee, nur auf dem Boden.
Okay. Warte, was war mit der goldenen... Ach ja, an die kommen wir nicht ran. Challenge Room wäre noch da. Ja, brauchen wir eigentlich alles nicht. Ja, wir haben Münzen, aber die liegen gelassen. Challenge Room ist der graue Kiste. Ich würde den Bagger auch noch wegsprechen. Warum bin ich jetzt schon wieder schneller? Verdammt, ich bin wieder 0,02 schneller. Weil die Socks nicht schneller gemacht haben. Speedy Socks, nein, da lang. Mit dem bist du schnell unterwegs. Oh, ich glaube, den Questroom gebe ich auch noch aus. Ich muss meine eine Münze da hinten holen, die ich liegen gelassen habe. Ich mag es übrigens, wie die Socken aussehen, sind viel zu groß. Schau dir mal, wenn du zur Seite läufst. Ja, die hängen so ein bisschen da hinten. Oh, sieht mal, war so schwer auf dem Charakter. So, das hier. Ja. 2 Cent, wichtig. Ich krieg ein Trauma, wenn ich diese Fliege sehe. Und du kannst natürlich auch nach jeder Welle deinen Nickel, genau. Würde ich den Nickel nach jeder Welle einsetzen, hätte ich 0 Nickel mehr, scheinbar. Ja, das ist meine Heilung aufgehoben. Mit, das ist schon okay. Ja, nochmal 2. Wir haben coole 8 Cent eingenommen. Sollen wir nicht sagen, ich gebe uns mal einen Cursed Room aus. Boah, absolute Gönnung. Wenn wir jetzt am Ende wegen... rein? Nein, okay. Cursed Rooms finde ich halt ohne diese Voodoo-Puppe echt nicht so gut. Oh, das ist gut. Das ist gut. Endlich mal Geld. Oh, du kannst hier kostenlos raus. Das ja. Buch ist so gut. Also, ich weiß nicht, warum du das die ganze Zeit trash-talkst. Warte mal, ich würde, glaube ich, an die goldene Kiste noch halten. Wir haben so viele Bomben gerade. Schlüssel. Man kann leider keine Brücke aus den Steinen bauen. Ich glaube, wir brauchen 2 Bomben. Yeah. Ja. Richtig nervig. Der Raum ist teuer. Hallo, eine Karte, Hermit. Ja, können wir nicht sehen. Direkt zum Shop. Damit können wir uns dann aus dem Custom rauswarpen. Ne, schon okay. Ja. So, dann will ich noch den Bagger wegsprengen. Boah, mit 20 Münzen kriegt man halt eigentlich garantiert einen Gegenstand. Oh, oh Gott. das Options wäre gut. Ja, ne? Ist halt nur das erste Item von nach einem Boss, aber... Ja. Ach, nur fürs erste? Nee, weißt du was? Nee, wir sparen's, dann ist es nicht wert. Okay. Wir sollten halt wirklich vielleicht im Idealfall einen Devil Deal... Ah ja! Die Socken. Muss ich doch mal ausprobieren. Super Secret vielleicht noch. Komm, wir haben genug. Okay. Komm schon. Stark. Schon. Und. Ach. Cool. Du siehst so das verprügelt aus. Nicht. Selber? Nee, ich habe ein schönes Blümchen und große Socken. Nein, selber. Ich habe ein Sacred Heart, hä? Ich will dich gleich mal verprügeln. Mit der Einstellung weiß ich, warum du so verprügelt aussiehst. Willst du eine Pille? Ja, warum nicht? Ja, cool. Ich habe keine Ahnung, was Question Mark macht. Zum Glück haben wir jemanden, der über Stacheln laufen kann. Oh, Socken. Jetzt sind wir bereit für einen Devil Deal. Und wir haben auch eine 16%ige Chance. Oh, das ist es. Der Batteriejunge. Tu doch dem Batteriejungen ein bisschen Geld geben. Du musst doch deine Herzen nicht mal Obwohl, ist der Bloodbag? Ah ja, der halte ich auch sogar voll. Soll ich den Batteriejungen? Weil dein Buch dann voll wäre und dann kannst du kostenlos gegen die Maschine laufen, ohne die Herzen zu verbrauchen. So, das halte mich komplett auf. Das weiß ich, aber... Okay. Schauen wir nochmal. 2-mal Speed-Up. Boah, bist du schnell. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Meine Feuerrate ist nur trotzdem immer noch miserabel. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, ich gebe eine aus. Nett von dir. Hat sich gelohnt. Wert. Hätte so, vielleicht reingehen sollen, wenn man den Hermit aufgeladen ist. Hast du ja gesagt, da drin. Da! Oh, ja! Egal, die spawnen erst auf nächster Ebene dann. Okay, warum hast du gemacht? So, darf ich es nicht aufheben? Nee, weil ich, wir haben es erst jetzt mitgenommen, nicht davor schon. Also nimm's mit, wir aber wollen die sowohl die Pockets ist so gut. Ja, ne, die gehören ja mir. Also ich bin ja die Pockets wird all unsere Geldprobleme lösen und der bessere Cursed Rooms, klar, auf jeden Fall auch. Ja. Den das können wir auch noch ansprechen. Aber nur ihn, ne? Nicht den... Ja. Automat würde ich auch noch lassen. Auch wenn wir natürlich sehr viel mehr Geld jetzt bekommen werden. Oh, aber wir brauchen den Automaten halt jetzt auch nicht. Ich habe mal 2 Fünfer bekommen. Oh, mit dem Speed reicht man den auch echt gut aus. Da getroffen werden, passiert ja nicht mehr. Ich weiß nicht ganz durch was. Die letzte Träne hatte ich getroffen. Au. Ist immer die letzte Träne. Oh mein Gott. Siehst du? Das ist die Bock jetzt. Einfach Attentat. Oh ja, ja, das war cool. Mein Geld ist halt so wichtig auf den Charakter. 3 Münzen. Es können halt auch 3 Zehner sein, das ist das Gute daran.
Immer schön vor dem Boss einsetzen. Ja, klar. Dann machen wir noch einen Raum. Oh, da rennt der Kleine. Er rennt nur leider falsch. Oh, hier ist direkt der Goldraum. Sehr schön. Ja, dann können wir den auch noch angucken. Und meine Feuerrate, meine Tränen sind so viel langsamer als ich. Es ist so komisch. Den wollen wir nicht. Nee. Nee. Alle passiven Items hören, aber ich habe zu gute. Oh ja. Pass auf, ich würde sagen, wir machen jetzt den Boss. Mhm. Und wir schauen, was der Devil Deal sagt. Wir haben nämlich gerade 30 Münzen. Okay, also sonst können wir den Automaten auch sprengen für noch einen Reroll. Würde wahrscheinlich eh platzen im nächsten. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, ich hasse diesen Boss so sehr. Ich habe keine Münze bekommen. Oh, du hast einfach ein Schild. Ein Angel Deal. Angel Deal. Ich glaube, der Angel Deal ist anfangs sogar besser als der Devil Deal. Spritze? Nimm die Spritze. Oh ja. Wenn es ein Schussbeet ist, darfst du nochmal. Und der erhöht deinen niedrigsten Stat. Und das ist ziemlich gut, weil der sollte bei dir. Nee, warte, es lag bei dir. Feuerrate kann vielleicht höher sein. Fire Rate und ein Key und bei dir Fire Rate und ein Key. Steht da bei und neben uns. Ja, mach ich. Nimm den Fire Rate. Ich hab doch schon gerade eins mit. Nimm Fire Rate, Junge. Ja. Jetzt wird auch nur so lange. Ich hab einen Triple Shot, alles gut. Okay. Oh. Pissing Beams of Light. Ja, das ist quasi Holy Brimstone. Habe ich einen 3? Ich habe schon meine Version von Holy Brimstone mit. Okay. Und dann würde ich sagen, wir... Oh, yeah. Ja, okay. Ich sage, wir sprengen den noch mal. Okay, Vorsicht. Okay. Oh, der rote, sehr schön. Wäre ja sonst noch zu einfach. Setz vielleicht eine Münze ein. Oh Gott. Nein, ich will noch... wie heilig ich aussehe. Bin einfach erleuchtet. Der Holy Brimstone kann in Kombination mit anderen Items super stark werden. Das heißt, das ist ein gutes Pickup soweit. Ja. Und vor allem hast du Piercing-Shots damit bekommen. Und 3 Münzen. Und keine Münze aus meinem Penny. Nimm du. Dann nehme ich das Keypiece wohl mit. Ja. Warum ist das Keypiece 2? Keypiece erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir danach noch einen Angel-Deal bekommen. Ah ja. Das ist gar nicht mal so verkehrt mitzunehmen. Und wir können nochmal rerollen. Sind die Piercing die Tränen? Ah ja, sind sie sogar. Ja, sind Piercing. An sich ist es besser, wenn man niedrigeren Shot-Speed damit hat, aber die zu senken ist ein bisschen verzwickt. Komm schon. Ja, hallo. Ist Random okay, Pill alle 7 Räume. Da kriegen wir was Besseres. Oh, der ist so cool. Darf ich den haben? Ja, klar. Nimm mit. Ja gut, wir haben beide Trash Fire Rate. Ich habe gerade überlegt. Weil die Slow Tiers und dass der da rauskommt und sowas. Oh, ja. Yeah, jetzt sind wir doch langsam im Spiel. Jetzt beginnt The Binding of Isaac. Oh, ein 10er Münzchen. Let's go. Wir haben einfach alles. Wo ist der Shop? Ah, denn da waren wir schon. Okay. Der Shop hatten wir schon. Nee, da kann es nicht sein. Ja, wir machen die Ebene noch fertig, würde ich hier sagen. Hier unten kann der Geheimraum sein. Hier links kann der Geheimraum sein. Kommen wir ja nochmal vorbei. Ist ja kein Problem. Nice. So, wenn wir jetzt unten Sacrifice Room haben, dann... Boah. Ganz schön hell. Egal, können wir den Automat noch aufspringen. Das ist ja gar kein Problem. Müssen wir nur 20 Meter zurücklaufen jedes Mal. 20 Meter mache ich 20 Räume. Ja. 20 Meter klang dann doch nicht so weit, wie ich dachte. 20 Meter 20 laufen? Meter für Kinder, also. Verlangst für viel. Das ist ein weiter Weg. Ja, die sind kleiner. Besonders so klein, wie du bist. Ja. Ich bin schneller. Das stimmt. Das kommt von den kleinen Beinen. 0,2 schneller. Ich bin sehr schnell. Oh, lohnt sich deine Bombe? Nee. Nee. Wir haben genug Geld. 43 Cent sind erstmal genug und wir kriegen potenziell sowieso bei jedem Raum, den wir machen, ein bisschen Shop rein. Nö, ich wollte nur hier unten langlaufen. Also du wolltest so ein bisschen Umweg gehen, okay. Da war noch ein Häufchen. Das muss weg. Oh. Und ich glaube, hier ist der Super Secret. Sehr schön. Den kommt mir bekannt vor. Was ist denn vor. Die immer, wenn man es nicht braucht? Wenn man mal rote Herzen braucht, dann sind die nie drin. Ja, aber wenn man so, wenn man Charakter den nicht mal auf welche aufheben kann, zack. 50 Stück in so einem Raum. So, ich würde sagen, wir werden übrigens versuchen, Mega-Satan zu machen. Den können wir auch mitnehmen, ja. Warte, aber ist Mega-Satan wichtiger? Also Mega-Satan ist so einfach im Vergleich zu Beast. Nein, Mega-Satan. Aber dann habe ich Tainted Keeper. Achso, ja, stimmt, du wolltest Tainted Keeper. Wir haben gar kein Trinket bisher gehabt. Ja. Das ist ein Problem. Ja, aber können ja noch kommen. Gibt's nicht eine Garantie für Trinkets oder so? Nicht wirklich. Okay. Oh, das wäre nicht gut. Ja, ist ein Trinket bestimmt drin. Beim nächsten Mal bestimmt. Hä? Der hat sich einfach gedreht.
Bisschen nervig, dass wir noch keinen Lucky Penny bisher bekommen haben. Ne? Ein Luck-Stat von minus 2 ist ein bisschen... Ich meine, ich habe ein Luck-Stat von 0,03. Bin deutlich überlegen in der Hinsicht. Immer noch nichts. Kein Glück für uns und noch keine 50 blauen Steine, wie in dem anderen Run. Also ich denke, wir brauchen auch nicht wirklich als viele Tinted Rocks. Ich bin zufrieden mit meinen Soul Hearts. Ja, aber ich will immer, dass das Damage-Upgrade rauskommt. Ah, der Small Rock. Ja, der ist wichtig. Oh. Ja, der wäre ganz cool. Ich habe aber eigentlich so ein... Es gibt doch auch so einen Laser, der wie Brimstone ist, oder? Ja, das ist so ein Engel, den muss man lang aufladen und der macht dann so viele Damage-Ticks wie der alte Brimstone. Das heißt, der ist ziemlich stark. Aber der muss auch sehr lange aufladen. Ja, komm schneller, Junge. Du hast die Socken, mach du doch mal. Okay. Die Socken habe ich schon wieder vergessen mittlerweile. Oh. Oh, das ist es. Davon rede ich bei den Deep Pockets. Die werden aber auch ganz tief in die Pockets gesteckt. Ich würde jetzt übrigens sagen, das nächste Geld, das droppt, das lassen wir mal liegen für den Fall eines Sacrifice Rooms. Weil wir haben jetzt gerade sowieso genug. Ich bewundere deine Motivation, sowas machen zu wollen. Ja, du magst es ja nicht. Ludo wäre mies für mich und für dich auch. Ludo ist cool. Oh, sind die langsam. Dann vielleicht, wir werden sehen, wie es für dich ist. Oh, die verteilen sich so ein bisschen, oder? Ah, nee. Ja, so halbwegs. Wir sind wieder zusammen. Da, ich muss nirgends mehr hin. Ah, schönes Leben. Ey, jetzt müsstest du nur noch Schaden machen. Wenn ich nichts drücke, kreisen die scheinbar, ne? Ja, ist cool. Ja. Cracked Dice, da bekommt man manchmal so ein, ein random Würfeleffekt. Nee, so ein, da ist dann so ein, wie in Kartenslot quasi und dann nicht. Das ist ziemlich ein Trinket zum Ablegen. Ah, ist ein Trinket. Ja, das ist gut. An sich, er ist an sich nicht mal ein schlechtes Trinket. Boah, stell dir mal vor, wir müssten da jetzt aufsprengen. Boah, das wär nervig. Schau dir die an. Ich kann nichts machen. Oh, da ist ein Schlüssel drin. Ah, shit, welche Ebene ist denn das? Das ist die zweite, oder? Eins. Na, dann machen wir den Boss. Dann machen wir den Boss. Münze hinlegen. Der Haufen. Den fand ich früher super schwer, aber dann habe ich ein Buch gefunden, das mich unsterblich macht. Ich wünschte, ich hätte ein Buch, was mich unsterblich macht. Aber der Tränenkreis ist da schön in dem. Ich bin halt so viel sicherer mit Ludududududui. Aua. Ich wusste nicht, dass der das macht. Ach. Spawns ein Trinket. Oh, das ist ein Damage-Up. Damage und Luck. Ja, dann sollte ich sie sowieso nehmen. Ich will das Trinket lieber haben. Was macht das? Wenn ich getroffen werde, 2% Chance, dass ich ein Item bekomme. Das heißt, wenn wir eine Bloodbank haben, kann ich vielleicht was rauskriegen. Wo war unser Angel-Deal? Der kommt auf der nächsten Ebene. Okay. Da ist der Sacrifice-Room. Zum Glück haben wir Münzen liegen lassen. Ja, ganz viele. Ich meine, in irgendwelchen Räumen habe ich welche liegen lassen. Hier gucken wir noch mehr. Der Shop ist ja auch noch in der Gegend. Ist der Shop in der Gegend? Gute Frage. Machen wir hier weiter und dann liegen hier schon ein paar Münzen rum. Yeah, okay, dann ist es nicht weit. Also ich hoffe, der Automat geht aus, wenn die Gegner tun. Okay, danke schön. Kein Greed? Oh, stark. Oh, das Portal hat aber nur ein Instant-Item-Room und sowas. Mach ich eigentlich schon gerne. Aber wir können gerne das Geld erstmal aufheben. Das können wir mitnehmen. Okay. Ich würde sagen, am wichtigsten ist erstmal, dass wir hier ein bisschen, Ich sehe so wild aus. Und dann... Noch nicht aufheben. Nicht. Ja, ich muss die aufheben, sonst komme ich nicht raus. Sind so genug. Ja, okay, dann lauf mal. Ich laufe in die Stacheln und du läufst 50 Mal hin und her. Verstehe. Da ist eine Münze. Oh, das hätten wir vorher sehen müssen. Naja. So. Eins. Ich mag das übrigens, wenn ich vorauslaufen muss in diesem langen zwei. Raum. Das ist sehr cool. Ich mag es immer nicht zu sehen, wo ich hinrenne. Ach, mies, nicht gebläst. Bekommen. Okay, jetzt zum Shop. Eins, zwei. Ja, das wird locker. Das ist das gute Gameplay. Ist das? Es lohnt sich. Siehst du? Es gibt Soul. Tears Up und Soul Hearts. Ja, das nimmst du. Machen wir den kaputt, Junge. Ich würde sagen,
Man kriegt da eh keine Münze raus aus den Teilen, aber... Okay, dann. Wollen wir vielleicht schauen, dass wir eine Münze rauskriegen? Wir können halt mit ihm... Ja, wobei, ist der blaue Engel, der ist schwach, komm, der ist ja jetzt schwach. Du hättest den Top wenigstens mitspringen können. Du legst doch eine Bombe an dem. Hab ich nicht. Ich leg da eine. Kannst du den Engel auch angreifen, du musst doch nicht. Achso, wo sind meine Tränen? Da. ich hab diese Slow Tears geschossen auf den. Ich war sehr verwirrt, wo meine Tränen sind. Okay, dann kannst du hier drin nochmal setzen. Reinlaufen. Und die Münze einsetzen. Mein Kopf. Dann geh ich einmal rein. Dann gehen wir mal kurz raus. Könnte. Klappte. Ah ja, die kommen dann nochmal. Den braucht man ja nicht. Der droppt ja nicht mal mehr was, ne? Nee. Ja, kommt überhaupt noch was, was sich lohnt? Ja. Jetzt kommt noch die letzte Auszahlung. Die letzte Auszahlung. Die letzte Zahlen, Auszahlung bitte. Sind dann entweder super viele Münzen oder Soul Hearts. Soul Hearts, ja, das ist ein bisschen cool. Nervig. Geh nicht mit. Die bringen uns halt gar nichts. Naja. Naja. Gibt's irgendwo. Wir können in den Stachelraum da oben reingucken. Jetzt, wenn du hier 500 Soul Hearts rumliegen hast. Und kannst du das Geld erstmal mitnehmen? Du kannst es kurz aufheben, wenn du Beelzebub haben willst. Ich meine, wir haben das Geld. Warum denn nicht? Genau, und dann in die Cursed Rooms, die werde ich ausgeben. Nett. Hier waren wir schon. Wäre schön, wenn sie alle drei Kisten jetzt gemacht hätten. Ich würde sagen, der Sacrifice Room generell hat sich relativ gelohnt. Wir kamen in den Angel Deal. Wir haben jetzt die Schlüssel. Oh, hier waren wir schon. Ja. Also ich meine, wir kamen auch so in den Angel Deal. Aber darüber reden wir nicht. Ja, aber so habe ich jetzt noch volle Herzen. Ich würde noch die Soul Hearts unten abholen gehen. Ja. Und dann gehen wir weiter. Du gehst weiter. Trinket liegt im Bossraum. Genau. Das heißt, wir können dann den Tainted-Charakter freischalten. Ah ja, und dann mit Inner Child, was dieses Item ist, das man bekommen kann. Das muss man erst freischalten. Ja, das wusste ich nicht, weil... Ich kam auch erst verhältnismäßig spät zum ersten Mal zu The Beast und bei mir war es immer da dann. Ah, okay. Deswegen wusste ich nicht, dass da... Genau, wir wollen weiter. Deswegen wusste ich, dass da überhaupt ein Unterschied ist. Dass man es überhaupt freischalten muss. Wenn ich Tiergeschwindigkeit habe, ist das Ding zum Lenken schneller? Ja, ich glaube schon. Wollen wir einen Itemraum oder Geheimraum? Ah, Secret Room kostet eine Bombe. Ich würde da rein. Wir haben halt 8 Bomben. Okay. Ja, den muss man erst suchen. Sehr nervig. Oh, das ist schon... schon angenehm. Ist mir egal, ob es einen Sacrifice-Room gibt. Ich muss das aufheben. Ja, ich hab schon gemerkt. Oh. Deswegen habe ich nichts gesagt. So satisfying. Ja, ich habe aber die Stille war so laut. ich dachte mir schon, ist okay. Ich hab's erst 20 Mal angemerkt. Stark. Und du? Hast du ein zweites Buch? Oh, wir tanzen! Ja. Die Frage ist, will ich es generell behalten? Du hast halt nur 4 Platz für die Herzen. Und das Schild ist halt. Wenn du halt irgendwas hast, wo du nah ran musst. Komm da mit Devil Deal Items statt Boss Items. Achso, ja, dann behalt's. Aber wir haben auch nur noch... Nee, warte, wir haben nur noch das eine vor. Nee, warte, das bringt gar nichts. Okay. Wir haben hier sowieso das letzte und das sowieso Polaroid. Das bringt uns also wirklich gar nichts. Da war der Stein übrigens, der Schädel mit dem Kreuz. Mhm. Oh, stark. Cash Money. Das gibt nämlich noch ein bisschen Bonus. Upsi. Bonusgeld. Ja. Wenn wir fliegen... Ah, nee. Doch, wenn wir Fliegen-Item gewinnen, hättest du auch das. Aber Fliegen kommt halt eh keiner mehr gefühlt. Obwohl, doch bei... Doch, es kommen Fliegen. Ja, okay, dann gamble ein bisschen. Einfach reinstellen, da. Da kann man eine Fliege, die einem Ja, aber der Laser ist da drauf, wo die spawnt. Na, glaub mir, die hat, wenn sie spawnt, kurz Iframes. Okay, lass mich mal... Ich mach das. Siehst du? Okay, der ist auch nicht beschleunigt. Ja, das macht die eine Mod von... Ja, ich hab halt eine andere Mod, die Zeit da vorspult. Ich dachte, der ist halt auch schneller. Das mit der Fliege. Okay, weißt du was? Wollen wir bitte einfach weitergehen? Ich hab keine Lust. Ich hätt's auch gemacht. Ich glaube nicht, dass es das wäre. Kannst du weiter über die Wii U reden? Ah, dann wiederum ist es wer... Oh, eine Münze. Angel, die Chance erhöht. Stark. So, warte, wir können hier mal eben. Ja. Warum wackel ich so? Ja, ich wollte auch gerade sagen, warum bist du so unruhig?
Ach komm, wenn man nicht Kane ist, ist halt wirklich... Oh, wobei, wenn du von vorn reinläufst, dann beschleunigt es sich. Ja. Geh bitte nicht unter 60. Das wäre meine Bitte. Oh, stark. Wir können eine mit, wir haben über 100. Ah. Deep Pockets. Deep Pockets. Ja, dann kann ich ja nochmal reinlaufen. Ja. Keine Chest. Drei Münzen, vielleicht. Komm noch da rein. Oh. Ja. Jetzt kommt ein Boss. Nee, ach. Oh. Seraphim Baby. Shoot das ist Secret Heart Tears. Ja, kann ich, soll ich dir mit? Nee, ich schieß halt nicht. Du schießt. Ich lenke ja mein Ludovico. Ja. Was ist, warum bin ich immer noch so? Welches Item hat dafür gesorgt? Ich bin gerade so verwirrt. So unruhig. Brauchst du ein Seelenherz? Nee, ja, brauchst also normale. Gehen wir einfach? Ja. Ja. Dann können wir Random Angel Item, das will ich noch auf jeden Fall schauen. Ja, so. Ja. 7 Trollbomben und ja, das, die Geldauszahlung brauchen wir halt auch nicht. Können echt weiterspielen einfach. No. Warum rennen die alle auf? Oh, 2. Danke, bin voll. Ist ja gar kein Problem. Oh, Geld ist halt jetzt auch so egal. Das ist so schön. Jetzt kann ich einfach mich immer heilen damit, aber nur noch. Bin ich ein Wizard? Nee, scheinbar nicht. Nee, gerade nicht. Gerade sind wir nicht so magisch unterwegs. So, ich hoffe, dass wir noch ein, zwei hammermäßige Items bekommen, denn die fehlen mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen. Ich kann mit dem rechten Stick das lenken. Schau mal, wie schön. Oh. Ach so, ja. Drückst du die... Das muss man aber wissen. Ja, ich drücke aber meistens immer X, Viereck, Dreieck und so für das Lenken der Trenn. Die Sache ist, wenn man in den Config-Files irgendwas an der Steuerung, ich glaube irgendwo 0 statt 1 eingibt, dann kann man das auch mit der Maus steuern. Das ist einfach nur standmäßig deaktiviert. Ich glaube, das habe ich schon mal ausprobiert. Ja, das war für Markt ist das ganz gut. Dass diese Items, wo man automatisch immer irgendwo hinschießt. Sehr schön. Dafür, das will man dann auf jeden Fall mit der Maus steuern. Sie brauchen rote Herzen. Sehr komisch, standmäßig. Ich habe die Full-Karte? Okay. Sehr komisch, dass standmäßig deaktiviert ist. Oh, Wheel of Fortune? Ja. Soll ich einsetzen hier schon oder? Das nee. Wird sein. Vielleicht okay. Kriegen wir einen Automaten. Es gibt halt nichts, was wir da rauskriegen können, was uns was bringt. Ein Dollar. Naja. Ja, gut, und schau mal, wie viel das jetzt bringt. Ich bin erstaunt. Curse of the Mace Effect. Mach mal nicht Curse of the Mace Effect. Du kannst es mitnehmen, das Herz. Dann kriegst du wenigstens mal fliegen. Ja. Okay. Hallo Mama. Oh, das ist die rote, die ist sauer. Hey. Ach, die rote, die immer nur am Treten ist, ja. No. Oh, Bust Rush. Gehen wir noch hin? Fast. Ich glaube, wir sind nur, keine Ahnung, 40 Minuten zu langsam dafür. Da ist noch ein Seelen... Ach, brauchst du nicht. Ja, nimm du mal. Ja, was auch immer. Ah ja. Nimm Speed Up mit. Size Down, Random Pill. Okay. Ah, warte, nimm du. Dann kommt eine One Makes You Small Pille. So. Willst du die einsetzen? Ja. Vielleicht fällst du durch den Boden oder so. What's up? Bin ich auf einmal weg, einfach. Ich rede auch nicht mehr. So. Ich hab... Hä? Achso, du hast. Ich wollte gerade mein Penny einsetzen, deswegen war ich so verwirrt. Ich drück die Taste für mein Penny und bin auf einmal teleportiert worden. Ja, das passiert manchmal. Boah. Zehner. Jetzt sollte ich hier nicht reingehen gerade. Oh oh. Oh oh, das ist gar nicht gut für mich. Geh du mal raus. Klar, gerne. Oh, da ist noch einer. Warum ist... Nein, ich warte. Wir wollen doch beide gerade nicht rein. Ja, lass mal da rechts den Raum klären. Der ist gesprungen. Das sind keine Münzen, das ist eine. Aber mein Buch ist auch voll. Ja, dann gehst du rein. Du gehst rein und ich geh raus. Oder, ja genau, okay. Okay, du bist... Und dann bin ich rein. Ja. Jetzt... Ich kann gratis raus. ich weiß doch auch nicht. Oh, sehr schön. Noch eine Fliege. Das ist sehr schön. Und ich hab... Experiment. Luck up, Speed down. 0,04 Luck runter für... Speed runter für ein Luck up. Das war's. Du hast keinen Luck up bekommen, du hast 0,03 Luck bekommen. Oder? Wow. Nee, ich habe eins bekommen, glaube ich, die 0,30 Stunden. Nee, die habe ich schon davor. Okay. Ich einen lustigen Spruch darüber abgelassen. Die Zuschauer ändern sich natürlich. So, hier liegen noch Sauer. Ich erinnere mich, sobald ich dann das Video ein zweites Mal gucke. Weil ich gucke es ja gerade auch. Wo ist... Da.
Ja, wo ist es? Aber wer hat den Shop noch nicht? Oh, ich hoffe, es ist nicht Keeper drin. Wir haben Keeper, gute Sache, wir haben Keeper im Geheimraum schon getötet. Es kann halt der Ultra-Keeper sein, aber ich weiß nicht, ob der im Shop chillt. Boah, das ist gut. Sparschwein willst du auf jeden Fall mitnehmen, das ist sehr wichtig für dich. Taking Damage spawns Coins? Bin ich unsterblich? Nein, manchmal kriegst du eine, wenn du Schaden nimmst. Ich glaube 50% Chance oder so. Aber boah, das ist strong. Health Up, ist das hier? Ja, aber das will brauchst ich nicht. Brauchst du nicht? Okay, aber dann ich das dann noch mit. Na dann wieder hoch. Oh. Wir brauchen keine Soul, als wenn wir irgendwas Health Up mit. Health Up. Dann hoffe ich, dass ich noch ein paar rote Herzen... Es droppen Herzen halt keine mit. Roten Herzen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie gut Health Up gerade ist. Da liegt noch eins irgendwie scheinbar links. Oh ja, ja. Bestimmt irgendwo, wo wir nicht rankommen. Half-Up wird insgesamt besser, weil ich, ja. Ich werde ja, wenn ich im Bett liege, aufgeheilt von den roten Herzen her. Bist du müde? Ja, Wizard brauche ich nicht. Fühle ich mich gar nicht so magisch. Ach, den haben wir, den Pack, der einem wehtut. Gar keine Lust hier drauf, wir springen einfach weg. Oder auch nicht. Ja, da sind auch meine Herzen wieder zurück. Sehr schön. Als wäre nie was gewesen. So. Ah ja, Sacrifice? Ach komm, wir haben ja eh nicht die Ressourcen dafür. Was soll's? Ne, wollten wir ja nicht. Haben wir doch entschlossen. Ah ja, da können wir jetzt rein. Da müssen wir jetzt das Mausoleum machen und dann easy. Die gute Sache ist, dass wir das Trinket abgelegt haben. Der erste erfolgreiche Run. Ja. Ich meine, es war in dem Bossraum. Ich glaube, das war Proptosis auf der rechten Seite. Wollen wir direkt zum Boss? Ne, brauchen wir nicht. Auf gar keinen Fall, hier ist kein Boss. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist der Zettel und ich der weiß, kann ich weiß, nicht ich weiß. Raus. Dann kommt der Ascent. Warum verschwende ich die Bombe hierfür? Gibt es nur mir? Ja, ich dachte mir auch gerade. Es gibt hier einen von uns, der ein bisschen mehr Münzen aufsammelt. Da haben wir dann so. Beide was von. Du kannst auch gerne die blauen Feuer sprengen, ne? Ah, brauche ich nicht, ich habe. Plus ein Soul Heart, removes all curses for the floor. Da haben wir eh keinen Floor. Ah, Seelenherz ist nett. Digga. Bringt auch nichts, aber ich habe meinen Curse. Ich habe keine Ahnung, ob der ist. Okay, da ist eine Münze. Okay. Lass die Münze mal liegen. Ich weiß nicht, ob hier ein Sacrifice Room spawnen kann, aber der könnte vielleicht den Deal dann reinbringen. Und ja, wir können auf jeden Fall auch in die Stachelräume gucken. Der Holy Brimstone ist hier gerade ziemlich hilfreich. Ja. Ich bin allgemein sehr Fan davon gerade. Ich bin allgemein sehr hilfreich gerade. Ja, ich bin immer hilfreich. Da gibt es keine Ausnahmen. Nicht mal mit Ipecac bin ich unhilfreich. Ich habe so viele Wände gesprengt. Und ich ein paar Mal. Ja, jetzt auf der rechten Seite. Du kannst Seraphim werden. Sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Jetzt kannst du. Oh, das ist so schnell und er fliegt und muss nichts mehr beachten. Und ich kann das Herz da drüben mitnehmen. Ich würde sogar fast schon sagen, es ist besser als die Socken. Ah, nee. Die Socken sind viel bequemer. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie unbequemer sind. Flügel sind ja nicht sonderlich bequem. Ja, aber ich habe auch besser gesagt, und nicht bequemer. Oh ja, mein Gott, da sind ein paar Sachen. Knopf. Minus Shot Knopf. Speed, ich glaube, das willst du nicht. Nee. Ja, ich auch nicht. Moonkarte brauche ich auch nicht. Mehr. Ja. Oh ja, das nehmen wir mit. Okay. Dabei, das klang nach viel Geld. Oh. Temperance! Okay. Du kannst dein Buch noch einsetzen und den benutzen, aber direkt. Ich meine, wir klären jetzt eh Räume. Oh, da kommt ja direkt die 10er-Münze raus. Oh ja, nehme ich mit. Ja. Meine Leben sind wieder voll. Sehr schön. Und mein Speed wieder ausgemaxt. Wie langsam meine Tränen sind. Das Damage-Upgrade war wichtig, die 2 Stück, die ich da aufgehoben habe. Was für Damage-Upgrades meinst du? Irgendwelche zwischendurch mal. Das Auge da und so. Oh. Ah, da ist er super agreed. Und macht den Tag kaputt. Auf den. Oh Gott, wir sind relativ stark unterwegs. Ja, und ein paar Herzen habe ich dir auch liegen gelassen. Oh, ich hoffe, dass wir noch eine Tour of Diamonds-Karte finden. Was willst du mit dem ganzen Geld? Keine Ahnung, ich will sehen, dass wir über 500 haben. Das wäre doch cool. Das ist ein Argument. Dann noch ich hätte super gerne Greed Scarlet oder wie es hieß. Keeper Scarlet. Yeah, damit kann ich ja mehr Herzen haben als 3. Nee. Doch. Aber steht im Wiki so. Steht im Wiki? Ja, wo ich es freigeschaltet habe, habe ich es durchgelesen. Alle 25 Münzen kriege ich eine Münzherz mehr. Damit kannst du auch mehr als 3 haben? Ja. Das wusste ich nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Trinket. Ich glaube, das
Keeper's Kiss oder sowas. Und damit kriegt man, wenn man das hat, hat man automatisch ein Herz mehr. Ah, okay. Und das kann sehr hilfreich sein. Also man kann sich irgendwie 4 Stück bis 100 Münzen holen und dann alle 100 Münzen kriegt man nochmal eins mehr. Also man kann mit Keeper richtig viel Leben haben. Willst du Guppy werden? Ich will Guppy werden. Oh, bin ich schon Guppy? Fast. Fehlt nicht mehr viel. Also Guppy ist so viel effektiver bei mir jetzt, weil ich einfach das so drauf halte. Ich nehme die Bombe mit. Ja. Ja, du hast die Ehre rauszugehen. Klar, gerne. Ah, ich darf mich nicht mal heilen gehen, cool. Nee, und du hebst die Münze von mir auf, okay, verstehe. Was habe ich dir getan? Keine Ahnung. Nach Geld war meins. Du bist halt ein bisschen zu langsam unterwegs, was soll ich machen? Da ist er gierig, direkt. Kaum läuft Geld am Boden liegt, musst du halt damit rechnen, dass jemand anders auch dahin sprinten wird. Nee. Das ist eine Sache der Ehre. Wenn ich was beim Bäcker hole und dann, keine Ahnung, fällt mir aus dem Geldbeutel irgendwie 5 Cent oder so raus, denke ich. Darf ich mein Geld aufheben? Ja, heb doch auf. Du bist daran vorbeigelaufen. Ich wusste nicht, was dein Plan ist. Du hast vorher gesagt, heb kein Geld auf. Ich weiß nicht, was dein Plan war. Achso, ja, im Sacrifice Room schauen, beinahe da ist. Da ist ja keiner da. Okay. Jetzt würde ich mitbekommen, was hier auf der Ebene ist. Ich muss meine Tränen lenken. Oben, Boss. Okay. Hat mir auch nicht. Ja, ja, super, Secret. Cool. Ich meine, vielleicht hier links noch. Ja. Man muss es ja wenigstens mal versucht haben. Ja. Nee. Ach, das ist eh nicht wert. Ein Zettel. Auf geht's. Gut, dass ich meine Münze wieder leer gemacht habe. Ja gut, ist ja kein Boss jetzt. So. Boah. So angenehm. Hey, das ist ein Tinted Rock. Oh, gut, super gut gesehen. Small Kiste, Small Money. Ich lass mal 2 liegen. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass da ein goldener Rahmen war. Scheinbar gerade nicht so aufmerksam. Ja, das ist okay. Wir können direkt nochmal rein. Ich kann die Münzen mitnehmen, also der Weg hat sich gelohnt. Ja, ich bin jetzt. Also ich hoffe, dass wir ein, zwei Bäcker hier noch unterwegs finden. Okay. Ja, darfst dich umgucken, wie du dich wohlfühlst. Denn ich habe das Gefühl, dass wir gerade ein bisschen Geld haben, das wir ausgeben könnten. Ja, weil ich kann mich sehr einfach heilen. Aber du musst halt wissen, wie es mit deinem Leben steht. Ich sag's mal so, ich mache mir jetzt nicht zu viele Sorgen, wenn du mein Leben mal so anschaust. Ah ne, der Raum ist immer zu. Oder? Ich könnte trotzdem reinschauen. Ach nee, das. Naja, das braucht niemand. Oh, ich bin 2/3 Bookworm? Oh, mies. Ja. Ja. Also die brauchen wir halt auch nicht. Der ist auch sehr langsam. Vielleicht willst du, Was für langsam? Der wird nur dann sterben, wenn man, länger reinrennt. Ich hätte Schlüssel aufheben sollen. Da ist einer. Und, kriegst du Schlüssel aus der Kiste? Nee. Suicide King. Nee. Nee, lass dir mal nicht mitnehmen. Aber würde ich nicht nach einer Ebene leben? Ich weiß es auch nicht. Willst du Bettler? Solange du dich vom Leben wohl bist, klären wir die Räume. Okay, du hast Damage. Alarmflucht nee, nach oben. Es macht keinen Unterschied. Also wir können wirklich weiter. Ich liebe es, dass es nach dem wir können weiter kam, dieses Nee, ich meinte, wir können weiter suchen. Achso. Vielleicht ist der ganze Raum voller Trinkets. Okay, jetzt lohnt sich die Mod aber. Vielleicht kriege ich Planetarium. Nee, das ist nicht wirklich möglich. Was die Pfeile? Oh, das Spiel wusste selbst nicht mal mehr, wo ich bin. Kommt auch mal was Gutes raus? Bitte. Wie viel Geld haben wir da schon reingesteckt? 100 Cent. Da gehen noch mehr. Ace of Clubs? Ja, mein Soul. Er ist kaputt. Und er hat nichts gegeben. Sehr viele Trinkets. Was bist du? Broken Arm. Der Stift ist gut. Slowing Tears. Oh ja. 10% Chance, ja. Okay, ja, die Blume können wir mitnehmen, dann können wir 5. Die nehmen 5 Drops scheinbar mit. 4. Oh, selbst die Kommentare waren falsch. Nee, das brauchen wir nicht. Ich nehme die Pfeile mit. Was haben wir für lustige Karten? Magician. Devil. Magician willst du vielleicht für dich mitnehmen? Ja. Was machen meine Tränen, wenn die homing sind?
Gleiten die automatisch so ein bisschen hinterher? Sie automatisch zum Gegner so ein bisschen rüber. Ah ja, das ist super angenehm. Ja, das kannst du bei den Reitern so machen. Häusen. Ja, der Rest ist halt Müll. Soul Hearts, ist Black Hearts. Ja. Ich hab die Pfeile, falls irgendwo Stachlose sind, damit die verschwinden, okay. Und du machst Gegner langsamer. Ja, okay. Auf. So, und das willst du übernehmen? Cracked Key ist dabei. Ja, nehme ich die Magician-Karte. Ja, ich bin auch immer sicher, dass ich den Raum öffne. Ja, dann wiederum, es gibt ein Achievement, wenn man schon Aiming hat und dann gleichzeitig... Ja. Yeah. Den Babybender. Der Babybender ist super gut, das ist ein Trinket. Bei dem weiß ich, was es bringt. Pass mal auf, das ist ein Trinket und wenn du den aufhebst, dann haben deine Begleiter Aiming. Homing Tears. Mhm. Aiming. Wir haben Aimbot installiert. Wir haben Aimbot installiert, kann ich auch nicht sagen. Ja, die haben dann Homing, was ich relativ gut finde. Bettler oder weiter? Das heißt, ich habe dafür die Magician-Karte verbraten, aber wir haben Unlock bekommen. Ich denke, das ist was wert. Ja, ja. Das ist also, so dringend brauche ich da keinen Magician. Ich meine, ich werde halt in 3 Sekunden bei Dogma tot sein. Ja, Dogma, genau. Beast überlebe ich, aber Dogma wird mich halt wieder umbringen wahrscheinlich. Nein, ich weiß nicht, du machst guten Schaden. Du musst halt, der Fernseher ist halt der... Die Piggy Bank muss halt carryen, sonst habe ich halt echt Pech. Wir haben halt schon wieder keine Batterie-Items für mich bekommen. Wenn ich halt irgendwas bekomme, mit dem ich diesen dummen Penny öfter einsetzen kann, das ist halt allein schon so gut. Ja, ich meine, du hast immerhin Piggy Bank. Das Problem ist nur, wenn wir bei den Reitern sind. Ich weiß nicht ganz, wo das Geld dann hinfällt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es bleibt oder ob es einfach dann runterfällt. Dann gehe ich kurz in die Lava und hol's. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber eigentlich achten die immer auf sowas, dass es nicht zu unfair wird. Ja, ich bin mir wie gesagt auch wirklich unsicher. Warum sind meine Tränen schwarz? Okay. Ja, das kommt von dem Stift. Ah, aber nur in einem Raum. Oh mein Gott, weil das halt nur einmal abfeuern zählt. Das ist ja... Nee, es läuft bei denen eigentlich immer so, dass das zeitlich immer durchwechselt und ab irgendeinem Punkt werden die dann wieder... Ja, aber es ist immer im selben Raum gerade gewesen. Erreicht ist. Und wir nehmen die Left Hand mit. Ja. Damit können wir nämlich vielleicht noch in den Deal rein, wenn wir eine Kiste haben, aber wir kriegen keine Kiste. Ja, mein Luck ist halt leider immer noch auf minus 1. Ich glaube, es ist generell einfach 10% Chance beim Trinket, aber... Scheint noch nicht wirklich die Farbe zu sein, also weiß ich nicht, ob das bei mir jetzt auf das... Speziell die Kombination. Slow Tears habe ich halt so oder so durch die Spinne in meinem Kopf. Ja. Stimmt, der bringt's. Naja, wird schon was bringen. Langsame Gegner sind immer gut. Sind immer besser als schnelle Gegner. Die anderen Trinkets waren jetzt auch nicht so insane, also. Nee, waren alle ziemlich mies. Achtung. Ja. Wenn das mal deine Fliege vorhin gemacht hätte. Oh, Curse of the Maze. Den brauchen wir jetzt. Vielleicht würde nicht mal was ändern. Hier ist eins, Crack Key haben wir noch dabei, okay. Was ist mit dem einen Red Key vor 2 Runs passiert? Wir haben einfach liegen gelassen dann, ne? Ah, wir haben ihn down scaled mit dem... ja, genau, okay. Und dann wurde er zu einem Müll-Item. Ich habe keine Ahnung mehr. Mir geht's gut. Hier, gleich. Okay, mal, dankeschön. So, ich mir ist gerade auffallen, ich habe noch das Rotten Heart dabei und wenn ich da halt getroffen werde, nehme ich 2 Herzen Schaden. Ach, deswegen, okay. Wenn wir Richtung Boss gehen, würde ich das ganz gerne echt loswerden. Blablabla. Ach, guck mal, das ist gut für dich. Aber wie groß ist diese Ebene? Oh mein Gott, ich sehe es, ja. Ich muss das ist halt immer noch wenig Tierrate, ne? Ja, mein Feuerrad ist mies, aber... Oh mein Gott, wie viele Lebensleisten. Ja, das ist das, was ich meinte mit der Mod, dass ein bisschen bei den Gegnern mit den Segmenten ein bisschen wild werden kann. Ey, den Mod hatte ich mal installiert, aber ich habe halt nur einen Run, glaube ich, damit gespielt. Oh, hier ist eine Pille irgendwo. Ja. Cool. Wahnsinn. Immer noch mehr als ich. Oh. Range up. Ja, schön. Wizard. Was auch immer. Und Health up. Volles Leben. Ja, da, ich sehe noch Herzen irgendwie rumliegen in den Räumen, wo wir waren. Ich bin mir, wie gesagt, ziemlich sicher, dass ich im Bett aufgeheilt werde, weil ich rote Herzen habe. Ja. Aber kann ja nicht schaden. Sicher ist sicher. Wir finden noch ein anderes. Wir finden noch eins. So, einmal da. Hanged Man. Ne. Stark, wichtig. Sehr wichtig. Bringt eine Menge. Der erste Hard Mode Run, der jemals geschafft wurde in Binding of Isaac. Ich frage mich übrigens wirklich, warum mein Charakter so komisch, er
packt immer noch so komisch hin und her. Hier ist irgendein Item. Ich sehe. Ja. Ist da ein Kreuz? Nee. Hab nichts gesehen. Wir können weiter. Ich habe auch nichts gesehen. Basement 2. Wir sind so gut wie da. Mama. Aua. Mama. Nee, wer ist Dogma überhaupt? Was ist die Lore? Ist das Papa? Ich habe keine Ahnung, was mit Dogma auf sich hat, aber The Beast ist wieder die Mutter. The Beast ist die Mutter? Ja. Okay. Der Dogma ist halt der Fernseher, der die Mutter beeinflusst hat. Ja, genau, weshalb sie dann gedacht hat, oh ja. Yeah. Oh, der Mann im Fernseher sagt, mein Kind muss sterben, das klingt gut. Gott und sowas. Gott und sowas. Bla bla bla, Gott und sowas. Schon ziemlich cool, dein Holy Brimstone, wie er da durchgeht. Dankeschön, dankeschön. Dein blutiges Gesicht mit Flügeln ist auch super. Ja, ist okay. Das Gefühl, mein Bild hätte interessanter werden können mit Sacred Heart, aber manchmal ist es einem nicht vergönnt. Ja, aber dafür hast du es von Anfang an gehabt. Na. Ich wurde nicht getroffen. Du hast zwei und ich habe zwei. Du hast nicht so viele Leben. Ich habe nicht so viel Leben, ja. Und das wird bei den Kämpfen, die jetzt kommen, wirklich relevant. Oh, jetzt habe ich Slow Tears. Ja, es ist einfach ein Raum lang. Es ist einfach, ob ich Glück habe oder nicht. Das wäre halt natürlich super gut, wenn wir das bei den Campen dabei einem hätten. Yes. Das würde nicht passieren. Da hoffst du auf echt viel, ja. Ja. Wahrscheinlichkeit scheint sehr gering zu sein. Bettler, hallo? Die Bagger tauchen ja nicht so recht auf. Aber ein Beutel. Okay. Da haben wir einen Raum noch. 90 Cent schon wieder. Ja, ne? Das bringt uns einfach nichts. Also ich find's gut, wie ich den einfach wegschieben kann. Geht auf seinen Stein. Das könnte bei dem Kampf gegen die Reiter wirklich interessant werden. Ich habe keine Ahnung, wie sich das dann. Ja, ich kann halt einfach nur auf Ausweichen achten und muss gar nicht. Man kann die halt auch mit einigen Items dann offscreen schieben. das heißt, das ist vielleicht ungünstig. Mein Lil Dumpy lag die ganze Zeit offscreen. Das war ein bisschen anstrengend. Oh ja, das muss. Lil Dumpy jetzt noch zu bekommen, das wäre auch noch stark. Ich habe doch nur 5 Damage. Warum? Ja, gut, das ist halt ein Brimstone, ne? Effekt, der trifft sehr oft. Naja, genau. Ah, was ist deine Feuerrate? 1, das ist eigentlich auch mies. Jaja, ich hab echt wenig Upgrades. So, das Herz lässt du einfach liegen, ich verstehe schon. So. Ich brauche sie nicht. Wollen wir direkt weiter, oder? Nimm das Herz einfach, ich vertraue dem Spiel nicht mehr. So, wir können weiter, wenn du möchtest. Okay. Der Bagger mit dem Brimstone kommt hier nicht mehr. Und dann schalten wir Tainted Keeper frei. Hoffentlich. Also, eigentlich sollte nichts mehr schief gehen. Erstmal gibt's einen Ball ins Gesicht. Ah, deine Left Hand. Ja, es wäre eine normale Kiste mal gewesen. Ah, da hat jemand geschlafen. Siehst du, aufgeheilt. Warte, lass mich die Left Hand weglegen. Ich weiß nämlich nicht, was sonst mit der Kiste noch passiert. Muss ja. Nicht da rein. Der Defensiv nimm mit. Ja, aber es ersetzt eine Fliege, oder? Nee. Achso, ja, kann sein. Ja, man kann nur 3 Orbitals haben. Ja, aber du hättest jetzt halt auch 3 Orbitals. So, du brauchst die Verteidigung mehr. Ich krecke dann mal kurz meine Knöchel und den Key. Und da ist er. Steh auf, Junge. Unlocked der Keeper. Der Tainted Keeper. The Mieser heißt das Achievement. So ein Mieser. Ich hab Minus-Luck halt. Ja. Du hast ich glaube, man kann die Gegner eh nicht charmen, aber wahrscheinlich schau mal nicht. Die Augen an, ist das nicht schön? Was für Augen? Du hast keine mehr. Du hast einfach nur aufgemalt. Ich habe ein bisschen geschminkt um die Augen herum. Ja, da ist so ein Pickel und da hast du auch Schminke drauf geschmiert. Verzeihung? nein, ich, aufstehen, zack, Dogma, 4 Sekunden, Insta-Kill. Nicht im Fernseher stehen, ich stehe im Fernseher. Ne, du stehst im Fernseher, schätze ich ja auch gerne hin. Wir werden es sehen. Keeper versus Dogma. Oh, du hast ihn gedodged. Boah, der Damage. Ich sehe mich nicht. Okay. Das ist ein bisschen anstrengender. Gib mir die Münze. Ja, ich habe eine Münze. Ich muss mich zusammenreißen, nicht wie Münze reinzulaufen. Ja. Oh, du hast den Fernseher gecharmt. Ja, gut. Der Fernseher mag mich. Ich mag es, dass ich gerade die ganze Zeit unsterblich werde, wenn ich Schaden nehme. Ja, woher kommt das? Einfach dem Kreuz. Ah. Oh, du hast ihn gecharmt. Ich meine, das ändert wahrscheinlich nichts, aber sehr charmant. Oh, wie viel Damage der hat. Also, wenn wir das jetzt irgendwie schaffen, zu verkacken. Oh. Also, Dogma werden wir nicht verkacken, auf jeden Fall. Ja, Beast ist halt free. Die Reiter sind immer nerviger.
Denkt er, er kommt wieder genau von darüber, wo er herkommt. Au, au. Ah, er hat uns beide getroffen. Also Piggy Bank ist ja auch, ist aktuell auch Güte. Ja, klar. Oh ja, Ich nicht. Also zu zweit, war halt mit sehr Kamera schnell ist gerade. Es so furchtbar. Schade. Ja, das war nicht gut. Oh, das ist doof. Ich glaube, du kommst wieder. Nee, ich komme noch nicht wieder. Ich habe den ja schon im Koop gemacht. So, das brauchen wir nicht. Ich bin ein kleiner Geist. Ach, fuck, du kommst wirklich nicht wieder. Nee. Aber ich habe ja extra dir alles starke gelassen. Die gute Sache ist, jetzt sieht man auch die Lebensbalken von den Reitern. Das ist ohne die Mods so nervig. Ich weiß nicht, warum so. Man die auch nicht sieht hier. Ja, das ist angenehmer. Oh Gott, ich hab doch dieser auch dumme Federangriff, Mann. Aber also die Kamera war furchtbar. Ich habe mich halt die ganze Zeit nicht gesehen. Weil die irgendwie an dir klebte. Ich hab auch nicht drauf geachtet, wie... Ich hatte gar nicht bedacht, dass du... Vor allem dachte ich, du kommst wieder, wenn du da stirbst. Nee, leider nicht. Besonders mein dummer Penny hat mir halt auch nichts gegeben. Sonst hätte ich mich da nochmal heilen können am Ende. Okay, den ersten hast du. Kann Seraphim Tränen abfangen? Sonst... Nee, glaub nicht. Nee. Man hatte eine Holy Mantle, wenn man hier ist. Okay. Okay. Wo geht der denn hin? Achso, er ist gecharmt! Achso. Deswegen greift er sich selbst an damit. Aua. Oh. Das war kein guter Treffer. Was macht der? Ach, der charged einfach und dreht dann irgendwann um, okay. Ja, ich gute Sache ist, dass ich ein bisschen Auto-Aiming jetzt wieder hab. Ja. Und dein Buch hast du dann auch nochmal für Dogma oder so. Jetzt muss deine ganze Isaac-Erfahrung hier raus. Aber ich habe ja noch nicht so viel Schaden genommen. Ich muss sagen, der Fernseher ist schlimmer als die Reiter und Biest zusammen für mich. Von Treffern. Ich finde den ersten von den Reitern immer sehr anstrengend, wenn man kaum Schaden macht. Ja. Der zum Beispiel geht jetzt. Kann man gut ausweichen. Größtenteils. Oh. Konzentrier dich. Du musst nicht mehr reden. Ich mach das. Nee, ich mach das. Also, die Wii U. Wann hast du zuletzt Yoshi's Wii World? Ich will nicht schon wieder gerade fehlschlagen. Hör auf, über die Wii U zu reden. Die hat noch nie Glück gebracht. Nintendo halt auch nicht. Das stimmt. Ich hatte ein paar Spiele drauf, ich hatte Spaß mit der Wii U. Ja. Bis halt da nichts mehr kam. Du hattest damals Woody World gespielt, es gab nämlich da, wenn man Level gestartet hat, die Miiverse-Nachrichten, da waren auch ein paar... Ja, das war Heizung, super. Ey. Ja, das war lustig. Das war supi. Auch wenn 90% immer irgendwas mit Nintendo war, aber das ist okay, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, eins weiter. Ich habe mich über meine Zombie-Nachrichten gefreut. Ich hasse das hier gerade. Ich seh's. Drei Treffer noch. Zwei Treffer noch. Ach, was ist das? Was? Oh mein Gott, nein. Oh nein, ich dachte, er wäre tot. Ich hab mir schon was meinte mit ein, zwei Treffer. Oh, fantastisch. Hat er jetzt auch eine Bossleiste? Zwei Herzen, Biest wieder. Dann hoffe ich, dass diesmal nicht das Feuer wieder trollt, irgendwas macht. Ach nö, wie, also, tut mir leid, Leute, wir spielen halt zum ersten Mal Binding of Isaac. Wo bin ich schon überhaupt? Ich komme hier besser weg, weil ich generell Flügel habe, glaube ich. Ja, der Movement Speed. Dankeschön. Ja, diesmal ist alles normal. Jetzt geh links rüber. Mein Damage ist ein bisschen Müll, ich wünschte, ich hätte mein Buch nochmal aufgefüllt bekommen, aber... Es wird schon alles. Ja. Oh Gott, was? Nein, das war nicht gut. Ach, das war überhaupt nicht. Der kann übrigens auch runterfallen. Der auch. Ich meine, ich will einfach nur sagen, du bist es immer machbar, bis einem auffällt, dass man überhaupt keinen Schaden macht. Ja, also jedes Mal, wenn wir beim Biest ankommen, haben wir einfach null Damage. Das Problem ist, weil du hauptsächlich der Damage-Dealer warst in dem Fall. Ja, ich wollte ja extra alle Damage-Items lassen, weil du Sacred Heart hast. Dein Multiplayer ist so viel besser. Und dann habe ich Sachen aufgehoben. Ja, aber dein Holy Brimstone war halt gut. Aber ja, wir haben halt wieder Damage ausgekommen. Ich lasse jetzt irgendwann mal alle Items in
Ich nehme, heb kein einziges auf als Keeper. Ich hole nur Geld. Nein, pass auf. In der nächsten Folge. Ja, was machen wir in der nächsten Folge? Wir spielen Tainted Keeper und wir werden beide Tainted Keeper spielen. Okay, ja, können wir machen. Und das wird ein Abenteuer. Ich weiß tatsächlich nicht, was Tainted Keeper macht, aber wir finden es dann heraus. Oh ja, das wird interessant. Aber ja, ich meine, wir haben Baby Bender freigeschalten und zusätzlich noch Tainted Keeper. Also hätte schlechter laufen können. Das stimmt. Warte mal, wir können nachgucken kurz. Also das will ja wenigstens... Oder soll ich da ultra hyped sein, wenn ich die nächste Folge auswähle? Darf ich draufgehen oder nicht? Du kannst draufgehen. Better Shops. Oh! Und Greed ist gut. Ich bin greedy. Wie sieht der aus? Als ob der sieht aus wie Keeper. Vier Schüsse! Und ich verrate dir ein Geheimnis. Ja? Er kann nicht mehr als zwei Münzen haben. Es gibt keine Health-Ups in seinem Item-Pool. Ja, aber der hat bessere Shops. Aber er hat auch keinen Penny. Ja, aber er hat bessere Shops. Ja, er hat sehr viel bessere Shops. Aber seine Leben sind halt, er ist halt der ultimative High-Risk, High-Reward-Charakter. Ja, ich meine, ähnlich wie Tainted Lost, aber du siehst halt schon, du hast nicht wirklich Möglichkeit, Leben zu bekommen, Leben zu regenerieren. Der Grund dafür ist, dass der Charakter darauf ausgelegt ist, dass er das einfach komplett broken wird. So wie unser letzter Run, den wir gemacht haben, wo du so stark wirst, das ist ungefähr... Direkt eine XL-Ebene. Wenn dein Tainted Keeper Run nicht so läuft, dann wirst du eh sterben. Wo ist ein Itemraum? Wo ist ein Itemraum? In den Itemräumen sind in der Regel 3 Items drin. Da. Ich soll broke werden? Oder nur, oder in dem Fall hast du Pech gehabt. Cool. Okay. Nice, dann war das eine weitere Runde, sehr erfolgreich, alles geschafft, was wir wollten. Wir haben Tainted Keeper. War okay. Ja, es war echt okay. Aber, oh, welchen... Immer, jedes Mal sterbe ich dumm bei diesem dummen Fernseher. Ich meine, diesmal kamen wir über den Fernseher hinweg, aber ja, Dogma ist... Ja, diesmal war halt die Kamera... Ja, aber wenn ich dabei gewesen wäre, es wäre so anders gelaufen da unten. Warum war überhaupt das auf mich fixiert? Ich bin doch Spieler 2. Es wirkte so, als wäre es auf dich fixiert, aber vielleicht, weil der Boss bei dir in der Nähe war oder so. Ich weiß es nicht. Ja, du warst auf jeden Fall ziemlich offscreen da oben unterwegs. Ich dachte mir gerade, ja, wahrscheinlich, weil ich Player 1 bin, dann dachte ich mir, warte, ich bin nicht Player 1 gewesen. Was sollte das überhaupt? Ich war auch einmal durch die Damage-Zones verwirrt, als wir beide getroffen wurden. Weil ich dachte, oh Gott, es hat geglitscht, ich habe 2-mal Schaden bekommen, aber war nicht so. Ja, es ist ganz schnell verwirrend werden. Aber gut, beim nächsten Mal, Doppel-Tainted Keeper, das wird ein Abenteuer. Das wird ein Abenteuer. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.